Die Aktuelle Stunde ist beendet. Hinsichtlich der Bekanntgabe der Aufenthalte der Mitglieder der Bundesregierung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. der Vertretungsmeldungen der Mitglieder der Bundesregierung verweise ich gemäß § 41 Absatz 1 der Geschäftsordnung auf die bereits gestern im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen der 882. und 883. Sitzung des Bundesrates. Eingelangt sind und den zuständigen Ausschüssen zugewiesen, wurden jene Beschlüsse des Nationalrates, die Gegenstand der heutigen Tagesordnung sind. Die Ausschüsse haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen und schriftliche Ausschussberichte erstattet. Ich habe die zuvor genannten Verhandlungsgegenstände auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung stellen lassen. Der Bundesrat Stöck-Müller hat gemäß § 41 Absatz 3 der Geschäftsordnung beantragt, den Tagesordnungspunkt 10 betreffend Erwachsenenschutzanpassungsgesetz von der Tagesordnung abzusetzen. Wir kommen daher zur Abstimmung. Ich lasse daher den Antrag von Bundesrat Stöckmüller, den Tagesordnungspunkt 10 betreffend Erwachsenenschutzanpassungsgesetz von der Tagesordnung abzusetzen, abstimmen. Hierzu ist eine Mehrheit von mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich. Ich ersuche daher jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunkt 10 ihre Zustimmung erteilen, um ein Handzeichen. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist somit abgelehnt. Vor Eingang der Tagesordnung gebe ich abgelehnt. Ja, vor Eingang in die Tagesordnung gebe ich. Der Bundesrat hat soeben einen Antrag von dem grünen Bundesrat David Stöckmüller aus Oberösterreich abgelehnt. Er hatte gefordert, den Tagesordnungspunkt 10, da geht es ums Erwachsenenschutzgesetz, von der Tagesordnung zu nehmen, hatte damit aber keinen Erfolg. David Stöckmüller, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Hilfe für junge Erwachsene, eine Frist bis 11. Oktober 2018 gesetzt wird. Den Bestimmungen der Geschäftsordnung entsprechend werde ich den Fristsetzungsantrag nach Erledigung der Tagesordnung zur Abstimmung bringen. Weiters vor Eingang in die Tagesordnung gebe ich bekannt, dass Bundesrat David Stöckmüller einen Fristsetzungsantrag gemäß § 45 Absatz 3 der Geschäftsordnung eingebracht hat, wonach dem Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur zur Berichterstattung über den Entschließungsantrag der Bundesräte David Stöckmüller, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Erhalt von Integrationsklasse an Sonderschulen eine Frist bis 11. Oktober 2018 gesetzt wird. Die Bestimmungen der Geschäftsordnung entsprechend werde ich den Fristsetzungsantrag nach Erledigung der Tagesordnung zur Abstimmung bringen.